Schöne Grüße nach Wien, Merab. Wie geht's? Also schönste Grüße aus Wien nach Tiflis. Mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr, dass du heute mich ausfragen wirst. Na, heute wirst du mehr sprechen als ich. Merab Ninidze ist heute unser Gast. Merab Ninidze ist ein in Georgien sehr bekannter und berühmter Schauspieler, aber inzwischen auch in Deutschland, glaube ich, kann man ruhigen Herzens sagen, auch beliebte, nicht nur bekannter Schauspieler. Obwohl er schon sehr lange in Deutschland oder also im deutschsprachigen Raum lebt und arbeitet als Schauspieler, jetzt in letzter Zeit macht durch seine Fernsehserie Dr. Balus sehr populär in Deutschland. Er hat schon 2001 in einem Film Nirgendwo in Afrika gespielt und dieser Film hat einen Oscar bekommen. Also da ist Deutschland nicht so verhätschelt mit Oscars. Aber dennoch glaube ich, so eine Fernsehserie bringt mehr Bekanntheit als ein Film, der Oscar-Preisträger ist. Ist sehr komisch, aber ist es anscheinend so. Und ich habe jetzt aus IMDb richtig so eine, also ausgedruckt so eine Liste und es sind mehr als 5 Seiten von nur Namen der Filme, wo du gespielt hast. Ja? Ich muss sagen, bei uns im Literaturmuseum hat Merab auch eine Reihe gemacht. Wir haben gelesen die Texte von 10er und 20er Jahre des 20. Jahrhunderts von einer georgischen literarischen Gruppierung namens Blaue Hörner. Und wir haben diese Reihe genannt, wie auf einem kleinen Foto von diesem Schriftsteller auf der Hinterseite von einem anderen Schriftsteller geschrieben steht, haschischtrunkene Dekadenten. Und sehr viele Menschen fragen mich, wann die Fortsetzung kommt. Aber Merab ist so beschäftigt, spielt in sehr vielen Filmen, kommt seltener und seltener nach Tiflis oder wenn er kommt, auch sehr kurz und hat nicht so viel Zeit. Aber ich wollte sagen, dass sehr viele Leute dich in Tiflis erwarten und erwarten auch bei uns im Literaturmuseum. Es ist auch eine wirklich richtige Freude für mich. Erstmal, hi, hallo Lascha, nochmal. Freude, diese Abende, die waren, glaube ich, 3 oder 4 Mal haben wir das geschafft. Man wollte alle 13 Dichter von dieser Epoche, von dieser Gruppierung auch so einen Abend widmen, aber das ist leider zeitlich nicht möglich gewesen. Aber diese Bereitschaft in mir, das weiterzumachen oder sogar die Texte, die ich damals gelesen habe, die zu wiederholen für neue Publikum oder keine Ahnung. Ich habe auch damals das Gefühl gehabt, dass mit dieser sozusagen mit dieser einstündige Solo-Lesung Programm konnte man in Unis oder mit jungen Leuten irgendwie direkt in Verbindung setzen, weil die Texte sind auch teilweise unterhaltsam, aber teilweise sehr tragisch. Aber groß. Und viele Leute haben geweint damals. Bitte? Viele Leute haben geweint, wenn du dich erinnerst. Ja, und ich selbst auch, weil diese Berührung mit der Zeit und mit der Kultur damaliger, mit diesem ganzen Brechen von Systemen, neue kommunistische System zu bauen, das ist alles mit dieser Zeit verbunden. Und ja, das war eine große Freude und das kam auch von unseren gemeinsamen Gesprächen in Berlin, in Wien, in Tiflis, die wir immer so gerne über diese Sachen und Literatur oder Vergangenheit oder Kultur sprechen und besonders was Georgien
bestimmte oder georgische Kultur beeinflusst hat, zum Beispiel wie die Blaue Hörner, haben die Sprache ein bisschen revolutioniert, weil die Absolut. Sehr viele fremde und ungewöhnliche für georgische Kultur Wörter und Symbolik reingesetzt haben. Und damit haben die georgische nicht nur Kultur und Poesie, sondern die ganze Kultur auf der Europa gewendet damit. Weil das war ein ganz großes Zeichen, so sehe ich das. Und deswegen ist diese Zeit auch für mich persönlich sehr wichtig. Und ich komme immer wieder zu den Texten, die von dieser Zeit geschrieben sind, oder Tagebücher, die Gedichte manche. Und das ist eine großartige Art, über die Vergangenheit zu erzählen. Und wir so werden dich mit sehr interessanten, auch neuen Texten, die ergeben, weil jetzt gerade arbeiten wir noch an einem Buch, wo ganz neue Texte sind, auch zu dieser Zeit. Wunderbar. Im Blauen Hörern, und deswegen hoffe ich sehr, dass wir dich bald in Tiflis sehen. Ja, ich glaube, jetzt ist die Zeit, so sieht es aus, dass man einfacher reisen kann. Im Vergleich mit so vor einem Jahr war das, also ich habe gefühlt, ich war 1,5 Jahre nicht mehr im Tiflis, und das ist richtig nicht, also das spüre ich auch, dass mir das total fällt, und es ist unnatürlich, dass ich so lange nicht im Tiflis sein konnte. Also, es ist toll, weil ich habe auch immer Gefühl gehabt, dass wir sollen hasch betrunkene Dekadenten diese Abende weiterführen und weitermachen. Es wäre schade, das also aufzunehmen, und Aufnahmen, glaube ich, sind ganz anderes. Und wenn man in Berührung ist, direkt mit Publikum, auch wenn das nur 100 Menschen sind, das ist der, wo das wirklich gut laufen kann und stattfinden kann. Das ist so eine Art eine sehr typische Performance sozusagen. Okay. Eine eigentlich sehr typische Frage für viele Schauspieler, wenn man sie interviewt, fragt man, du stehst auch sehr gerne auf der Bühne. Was ist dir wichtiger, so Theater oder Filmarbeit? Es ist eine gute Frage. Um dies zu beantworten, muss man ein bisschen, glaube ich, von meiner Betrachtung oder Ansicht oder meiner Erfahrung. Entschuldigung, Merab, ich werde für unser Publikum auch noch sagen, dass ich dich noch erinnern kann, als du wirklich als Kind auf der Bühne in Rustaveli Theater standest und in Shakespeares Richard III. Gespielt hast. Ja? Und das ist sehr beeindruckend. Und dann hast du natürlich diesen Laufbahn weitergemacht. Und also wirklich, die Erinnerungen sind sogar aus deiner Kindheit für mich. Fängt mit Richard III. Das ist auch, dann danke, dass du das plötzlich erinnern kannst, weil ich in meiner Erinnerung schläft das so weit weg. Weil ich war gerade 13, 15 Jahre alt, als ich das erste Mal auf der Bühne stand mit so einer großen, damals sehr, sehr erfolgreichen Gruppe von Rustaveli Theater, und ich durfte oft auf die Welt reisen, mit denen mitreisen. Das war eigentlich Zufall, aber ich war vorbereitet dafür, weil ich wollte sehr, sehr, dass ich Schauspieler werde. Das war für meinen Großvater, der auch professioneller Theaterregisseur war, war unmöglich schwer, mir das zu erlauben. Und hat immer wieder versucht, mich da abzuraten und zu sagen, es ist nicht wirklich gut und es ist sehr abhängig, es ist nicht männlich genug, du wirst sehr viel leiden. Da muss man immer, also hat er immer wieder versucht, mich zu überreden, das aufzugeben. Weil er sagte immer, er war sehr lieb und sagte, ja, du hast so viele Begabungen und so andere Talente und du kannst das alles so. Aber so mit so einem 16-, 17-Jährigen, wenn du so sprichst, jetzt, dann wird das so ein Gegeneffekt. Ja. War ich mehr und mehr überzeugt, dass ich das probieren musste. Es ist dass ich so früh schon mit Theater in Berührung bekam und mit damals großartigen Bühnendarsteller, der man
Oftmals in einem Stück zusammen gehabt hat. Wie Rama Schrivatsa, Gachi Kapsatsa, Galus, Agamdalise, Gogi Kagitschkol und so weiter und so weiter. Marina Tbilele Medeja. Diese Namen für die, jemanden, der auf der georgische Theater kennt oder irgendwie, die waren, glaube ich, unabsichtlich meine großen Lehrer, weil ich war ständig unterwegs bei den Proben, habe ich die zugesehen, wie die Proben und so. Also zurück zur Frage zu kommen, das war meine Einweihung in der so Beruf sozusagen, obwohl ich dann nicht mal reif war, ich war ein Kind, ne? Das war so ein Child Labor, weil ich, als wir nach England auf Tournee gehen müssten, da musste meine Mutter unterschreiben für die britische Botschaft, dass sie damit einverstanden ist, dass 13-jährige Kind bearbeitet wird und dafür auch Geld bezahlt wird, weil das ist in England verboten gewesen, auch damals im 80er Jahre. Und wir in sowjetischer Georgien haben gelacht darüber und sagten, was ist das für eine blöde Frage? Natürlich, natürlich schickst du dein Kind nach England mit 13, damit er so für eine pro Vorstellung da, weiß nicht, 30 Pfund verdient. Und das kann ich mich erinnern, diese komische, damals für uns nicht verständlich, ganz verständliche Fragen. Aber grundsätzlich, die Schauspielerei war, glaube ich, für mich persönlich eine Art von, nicht immer ganz tolle Realität. Nicht nur in unserer Familie war alles okay und wir haben also ein gutes Leben für Verhältnisse in sowjetische Georgien gelebt. Und, aber trotzdem, Leben war ein bisschen, also harter und grauer und war Freude war nicht so ganz überall. Also ich habe, kurz zu fassen, ich habe gemerkt als Kind, dass ich Leute unterhalten kann. Ich kann Leute zum Lachen bringen. Das war der erste, wo ich dachte, das ist, was man machen muss. Und man muss zum Weinen unterhalten. Bringen. Ja, kann man auch gleichzeitig, weil das ist der Unterschied. Dann lernst du von Erfahrung, wie man, es ist keine Manipulation, denn du als Schauspieler findest eine gewisse Art von Trance, wo du so reinfallen kannst, dich selbst vergessen und einfach den Text oder die Situation oder Emotion dich trägt. Und was da passiert, ist für mich bis heute ein Rätsel. Ich wollte nicht auf der Bühne stehen, weil ich mich so wichtig fand oder ich wollte Liebe kriegen. Ich wollte diese Art von sich zu verlieren und sich in andere zu verwandeln zu können. Und für diese kurze Zeit, für diese ein paar Stunden, du damit sich beschäftigst, du bist nicht mehr du, wirklich. Du bist so von Realität so weggenommen und bist in so einer Art fiktive Welt, wo alles möglich ist. Ich glaube, dieser Rausch hat bei mir mehr Rolle gespielt als das Rampenlicht selbst, weil ich musste auch jahrelang mit diese Ängste von einfach den Berührungsängste oder mit Menschen so da zu sein und alle dich betrachten, das kam danach erst, weil das war auch Preis, was du dafür zahlen musst. Dann guckt dich alle, also jeder an und jeder hat eine Meinung über dich oder jeder sagt, er soll Haare kurze haben oder er soll eine Brille gar nicht tragen, ihm steht die Jeans nicht. Weißt du, dann plötzlich bist du so ein, das war schwieriger anzunehmen als dann selbst ein Spiel und diese ganze Magie um Theater und was der Beruf auch mitbringen kann. Besonders in jungen Jahren, wo du nicht so viel Erfahrung hast. Und das ist einfach so, jeder Moment ist einfach eine Geburt von irgendwie, du siehst, dass du das machen kannst. Und das ist ein großartiges Gefühl. Also ich glaube, beim Dichter oder jemand, der schreibt und wenn du eigene Texte nach einer Weile liest und denkt, ja, das ist gut, dass ich das weitergemacht habe, weil da ist ein Potenzial da in alte Texte und so, also zum Vergleich zum Beispiel. Ja, das ist kurz. Ja, aber dennoch, warum, bitte? Was ist für dich, es ist sehr schwer wahrscheinlich zu beantworten, aber was ist für dich dennoch wichtiger, auf der Bühne zu stehen oder im Film zu spielen? Oh. Also ehrlich gesagt, ich liebe Film als Medium. Ja. Es ist meine große Leidenschaft immer gewesen als Kind. Ich hätte als Kind nie geträumt, dass ich im Film lande irgendwann mal, weil das war nicht
Also wenn du im Theater warst, das war schon eine großartige Sache. Die Zeiten waren anders und war auch nicht so viel gedreht. Und was gedreht wurde, war es auch ganz hermetisch in unserer Kultur, so verschlossen sozusagen. Dennoch hast du auch sehr früh geschafft, wirklich auch als Jugendlicher geschafft, in einem sehr wichtigen Film zu spielen für Georgien und für Sowjetunion, aber auch zum Beispiel, ich war in dieser Zeit, als dieser Film im westdeutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, habe ich studiert in Ostdeutschland. Mhm. Und es war ja große Diskussion in Ostdeutschland auch. Natürlich wurde von offiziellen ostdeutschen Medien das sehr feindlich aufgenommen. Das ist der Film Muna Nieba oder Die Reue von Abuladze. Und das ist sehr interessant, dass dieser Film war zumindest filmische Anfang von Perestroika und Glasnost, weil also ich kann da noch erinnern, wo ich in Moskau war zum Beispiel in dieser Zeit, alle haben über diesen Film gesprochen. Und du hast dort eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und richtig, damals, weiß ich nicht, wie alt warst du denn damals? 16? Ich habe also beim Dreharbeiten war ich 17. Ja, und da kann man natürlich auch darüber sprechen, dass du Glück gehabt hast, sehr früh ins Kino reinzukommen. Auch. Genau, das ist auch ganz toll, hast du das zum Punkt gebracht. Und das wollte ich ja dann nächstes sagen, weil ich war im zweiten Jahr in der Schauspielschule. Ich war sehr früh in der Schule. Ich war 16, als ich mit der Schule fertig war. Mit 17 warst du in der Schauspielschule schon? Ja, weil ich habe mit 16 schon die Schule schon absolviert. Also unsere damalige Schule, Gymnasium oder was, wie auch immer das heißt. Zehnjährige Schule. Zehnjährige sowjetische Schule, die jeder Mensch mitmachen musste, also fast. Ja. Und danach dürfte man zu der Hochschule oder direkt arbeiten. Und da gab eine Hochschule, gibt es bis heute, Theater und Filmkunst. Ja. Also damals hieß das Theaterinstitut. Genau. Ja. Da hat man auch nie wirklich, ich weiß nicht, wie das nach mir oder nach meinem Absolvierung da gelaufen ist, aber der Filmfach war nie unser Fach, weil man hat nur Theater gelernt. Ja. Wir haben auch keine Lehrer gehabt, die mit Film irgendwie Erfahrung gehabt haben. Und wir haben nur, die haben uns sozusagen trainiert als Theaterbühnenschauspieler. Was jetzt auch ganz gut ist, weil dann lernst du auch den richtig, wie man spricht und diese sozusagen hochgeorgische, bühnengeorgisch und alle diese möglichen Sachen, das ist halt wunderbar und das ist eine Basis für ein Training. Also das ist etwas, was jeder, glaube ich, machen muss. Ja, und das ist wie so Gymnastik beim Sport. Ne? Und da haben mir Filme sehr fasziniert, weil meine Großmutter war auch eine große Filmliebhaberin. Das angefangen von Sarah Leander, Greta Garbo. Ich kannte alle diese Filme, weil die mich immer mitgeschleppt hat. Und ich wusste, wie die Robert Taylor oder Vivien Leigh, Chatterley wusste ich damals gar nicht, Entschuldigung. Und so Film war für mich so, wie vielleicht jetzt für die neue Generation ist das Mobiltelefon. Das war ein... Ja, klar, für mich ein, auch. Also verlierst du vollkommen, dann bist du in einer Welt, wo die alle wunderbar aussehen und toll sprechen und die Beziehungen sind so menschlich und über also toll einfach. Und besonders, weil ich ein Kind war. Und besonders diese alte Schwarz-Weiß-Filme. Genau. Oder zum Beispiel die amerikanische Musical, weil meine Großmutter auch so Klavierlehrerin war und sehr viel auch zu Hause gespielt hat. Sie hat natürlich auch große Liebe zu Musicals gehabt. Also so zum Beispiel diese berühmte amerikanische Sound of Music zum Beispiel. Sound of Music, Und was ist auch die Österreicher das kaum kennen, aber niemand kannte. Als ich nach Österreich emigriert
habe, dann habe ich also meinen Freunden geschrieben, also ich bin in einem Land von Sound of Music. Im Land. Kein Schwein denn das. Genau. Aber kein Mensch in meiner Umgebung in Österreich, die wussten diesen Film, hieß hier, also kein Mensch wusste, also kannte diesen Film. Jetzt macht man aber für Touristen, für amerikanische Touristen, also touristische Route. Genau, wird mitgesungen, mitgetanzt und so. Das habe ich nie gemacht. Aber denn diese Filme und auch West Side Story und alles, was damals im Kino läuft, und das muss man auch vorstellen, Kinos waren voll manchmal. Die Leute, also wir standen manchmal in der Schlange. Und besonders wenn die Reue rauskam, dann musste ich auch in der Schlange 3 Tickets für meine Familienmitglieder kaufen. Und ich stand ungefähr 1,5 Stunden in der Schlange, weil damals gab es nicht, dass mir Tickets geschickt wurde, weil ich dann mitgespielt habe. Da musste jeder irgendwie für sich was besorgen. Das war die soziale Gleichheit. Und ja, also da kam diese Kino, da habe ich mich früh verliebt. Und dann dachte ich, als das erste Schauspieljahr in der Schauspielschule, ach, das ist aber nur Bühne. Ich meine, was ist das? Das ist eine andere Art. Ich wollte immer so mit Film mich beschäftigen, aber das schien mir so unmöglich. Aber ich weiß es nicht. Es war ein Glück in einem Unglück. Wenn ich jetzt die Geschichte erzählen würde, wie ich zu diesem Film kam. Ja, ich weiß natürlich, aber das wird zu weit. Das ist eine lange und sehr komplexe Geschichte. Ja, da muss man nur über diesen Film sprechen. Genau, und da ist, ich glaube, das kann man extra Zeit nehmen über diese in meine berufliche Biografie eine wirklich bedeutendste vielleicht, den mein Leben als Künstler geändert hat, verändert hat. Vollkommen, weil ich war plötzlich Filmschauspieler mit so einem total erfolgreichen Film, den im Cannes Special Jury Prize gekriegt hat, wurde den ganzen Sowjetunion Film erst verboten, dann schon rausgebracht und dann diskutiert mit den Talkshows und das hat enormen Anstoß gegeben. Es war wie eine Revolution. Aufarbeitung der Geschichte, ja. Genau. Ja. Und da war ich auch in Moskau zu der Premiere, als es endlich um 84 haben wir das gedreht und 83. Und da kam der Film erst nach dem Cannes Filmfestival, als er den Preis gewonnen hat, ins Kinos. Und dann Moskau natürlich war da so quasi unsere Hauptstadt von der Sowjetunion. Und natürlich hat man da Premieren gefeiert. Und Dimensionen in Moskau, also da wurde der Regisseur Tengiz Sabuladze mit im Hand ein Rockstar rausgetragen wurde aus dem Filmsaal und Leute geübelt haben, geweint, geschrien, weil, ich weiß nicht, das war ein Moment in meinem Leben, den ich nie vergesse, weil so eine Aufregung für einen Film habe ich nie im Leben gesehen, auch nicht in Videos von anderen Schauspielern. Aber wir sind in diesen, hast du viele ausländische Filme erwähnt, die du damals als junger Mensch gesehen hast, aber auch georgische Filme haben natürlich auf uns alle große Wirkung gehabt. Absolut. Überhaupt denke ich mir, dass es sehr schade ist, dass in westlichen Europa man sehr wenig georgische Filme kennt. Und also gut, ein paar Spezialisten vielleicht. Und es wäre schön, wenn es mehr bekannt wäre. Dann hätte man auch besser vielleicht Georgien verstanden. Das ist absolut richtig, was du sagst. Weil wir verstehen, Kultur zu verstehen, für mich persönlich ist Film ein großartiges Medium. Wenn ich Filme von 70er Jahre, amerikanische, auch unabhängige Filme anschaue, so ein New York oder sowas gibt es nicht mehr. Das ist ein Zeitdokument, denn man nur durch Zeit wird das nur wichtiger auch. Also Film hat nicht nur gute Filme und schlechte Filme können auch so viel mitbringen manchmal,
Das, ja, und ich betrachte auch Filme von mehreren Ebenen, und manche Filme, die nicht wirklich toll sind, künstlerisch, die haben irgendwie andere Bedeutung, weil du siehst die Landschaften, die nie nirgends siehst, weil die nicht mehr gibt, zum Beispiel. Oder Dokus über das gibt es auch nicht. So, Film hat diese universelle, das hat so aufgehoben, die sind so Zeitdokumente, so kurz zu sagen. So. Absolut. Ja. Und ich kann endlos auch Filme schauen, um wieder zurückzukommen. Und diese, also das fasziniert mich. Das ist für mich einer der, das hat vielleicht damals, also deine Frage davor, den Theater hat verloren in dem Kampf mit dem Kino in mir. Weil ich da, ich habe intuitiv, ich dachte, das ist was Frisches. Das ist irgendwie komplizierter, weil das hat diese Spaß nicht wirklich immer, was auf der Bühne zu stehen und alles, also wirklich sich so leer zu spielen und dann Applaus zu kriegen. Es ist nicht diese direkte Rampensauerei, aber es ist wirklich so eine kleine filigrane Arbeit auf dem wirklich auf deiner Ebene in einem Meter von in deinem Radius. Wo die Kamera auch sehr nahe kommt an dich. Genau, und diese Unabhängigkeit von diese man als Filmschauspieler da vor der Kamera hat, das hat man nicht auf der Bühne. Und ich dachte, naja, Bühne kann warten, weil ich habe nicht eilig, ich kann immer zurückkommen zur Bühne und jetzt mache ich Film. Und diese Entscheidung in mir hat, glaube ich, mich weitergetragen. Irgendwie. Auch in den Zeiten, wo ich nicht viel gearbeitet habe oder ich als Postkurier oder im Fahrraddienst gearbeitet habe, diese Sachen, das hat mir, also habe ich nie Gefühl gehabt, dass ich jetzt Beruf aufgeben muss. Ich habe alles gemacht, dass ich Beruf nicht aufgeben musste. Und du hast wieder mal ein Glück gehabt vielleicht, dass du schon Anfang 90er, glaube ich, in einem deutschen oder österreichischen Film gespielt hast und danach nach Österreich gegangen bin, zuerst nach Wien, genau. Um dort zu leben. Das war auch eine, kann man sagen, ruhigen Herzens mutige Entscheidung, weil soweit ich erinnern kann, damals du überhaupt nicht gesprochen hast, Deutsch. Überhaupt kein Wort. Und das frage ich deswegen, weil wenn ein ausländischer Schauspieler so eine in Ausland Karriere anfängt, ob es Deutschland ist, Frankreich oder sonstiges Land, wird es meistens so auf einem eigentlich marginale Rollen so von Ausländern wird gespielt. Durch Außen, durch Sprache, Akzent bedingt. Ja? Also wird man in eine bestimmte Ecke geschoben. Aber du hast mehr oder weniger das gut gemanagt und du bist nicht irgendwelche so eine exotische Ausländer, der spielt. Ja. Da habe ich auch, glaube ich, das ist auch ein Faktor von Glück natürlich, dass man als Schauspieler ist total abhängig und man kann Rollen nicht aussuchen. Das glaube ich, dass das jeder weiß. Wir sind da, wir sind verfügbar, aber wir sind immer abhängig davon, wie man uns sieht oder ob man uns so sieht, wie man das geschrieben hat oder ob wir da passen. Denn allerwichtigste in dieser Zeit für mich war einfach auch die kleine Rollen zu spielen und irgendwie beim Film dabei zu bleiben. Ich wollte den Beruf nicht ändern und jetzt Regieassistent werden oder keine Ahnung, etwas am Set machen. Habe ich auch überlegt, weil ich wollte von diesem Welt nicht weg. Es war mein Welt und ich habe das immer geliebt. Die Leute kommen zusammen für 3-4 Monate. Die sind in einem extremen, intensiven Zusammenarbeit und kreativen verbunden. Es ist wie eine kleine Familie. Dann löst sich aus und kommt was anderes. Das ist auch so, glaube ich, was mich auch dazu noch fasziniert hat. Weil im Theater ist man ständig, ist man in einer gleiche Leute, gleiche Suppe, gleiche Zuschauer. Es ist nicht so, wie das aussieht. Und also der erste Schritt also hier, als ich nach Österreich kam, war mir das nicht bewusst. Ich habe keine Ziele gehabt, weil ich bin einfach so von oben da gelandet und ich musste damit klarkommen. Mir war klar, dass ich zurück nicht möchte, weil alles, was mich mit Georgien verbunden hat, auch inkludiert meine Kameraden oder Freundeskreis, die sehr viele in meinem Alter gestorben sind, einfach weil der Bürgerkrieg ausgebrochen
ist in dieser Zeit. Theater war zu, also Filmgeschäft ist, würde nie laufen und ist das auch für die nächsten 20 Jahre nicht gelaufen damals. Und Überlegung war, also ich wusste, dass ich nie Waffe in Hand nehme und mit in irgendeinem Krieg mitmache oder keine Ahnung. Also du weißt, jetzt will ich nicht ins Detail gehen, weil diese Zeit war auch einfach zu komplex und kompliziert, jetzt in zwei Worte das alles zu fassen. Und da habe ich dieses Glück gehabt, einfach in einem österreichischen Film mitzuwirken, den in einem KZ Mauthausen gespielt wird, den ganzen Film, und in KZ Mauthausen auch gedreht wird. Und ich habe Hauptrolle mit 40 ungefähr Drehtage, wo ich kein Wort sage auf Deutsch, weil ich diese Figur versteht kein Deutsch. Er ist im KZ. Und aus dem Ausbruch, das war auch so ein historischer Film, den basierte auch auf echte Ereignisse, ja. In Österreich bis heute Hasenjagd heißt, weil die Bevölkerung in Oberösterreich, wenn ich mich nicht irre, in Kreise von Wels und in dieser Kreis, in der Nähe von Linz, wo die Mauthausen auch liegt, den 300 Inhafter von Mauthausen haben sich befreit und diesen Ausbruch geschafft. Und die Bevölkerung, außer da war auch Armee und die Leute haben die irgendwie versucht, die zurückzuholen. Ach, was ist jetzt mit meinem Deutsch? Das sind so Fällen hier. Also die Versuch haben die Bevölkerung freiwillig teilgenommen an der Hasenjagd, weil die haben diese Menschen Hasen genannt. Ja. Und da war also feiern, jeden Tag im Dorf wird Hasenjagd gefeiert, wie man die Russen und Ukrainer und sowjetische, keine Ahnung, Soldaten einfach im Wald getötet hat und also gejagt hat. Diese Ereignisse, und plötzlich war ich in Österreich und ich habe dieses Drehbuch gelesen und ich dachte, oh mein Gott, jetzt, was ist zu, es war so schwer. Und dann, außerdem auch körperlich, dann nackt im Winter mit dem KZ-Anzug irgendwie rumzulaufen, in der winterlichen Landschaft, jeden Tag barfuß. Das war eine sehr, sehr starke und heftige Einweihung für mich in eine neue Filmwelt, also in diesem Fall im deutschsprachigen. Ja. Weil da gab wie eine, also kann man so wirklich in eine groteske Komödie vorstellen, ich stand plötzlich in Mauthausen, ein Teil von der Schauspieler waren in Dritter Reich Uniformen und ein Teil von Schauspieler, wir waren in der KZ-Uniformen. Und so hat angefangen mein neues Kapitel in meinem Leben, der mich als so kleines Tür aufgemacht hat in so deutschsprachigem Film. Und das hat mir natürlich, obwohl ich kein Deutsch kannte und mit halbwegs in Englisch, ich musste im Film nichts sagen, außer ein paar russische Sätze, obwohl ich immer präsent war, in jedem Bild fast. Ich habe teilweise Klavier gespielt, irgendwas so ganz, also leise und nie wirklich viel gesprochen. Das war interessant, das zu machen. Und danach, weil Österreich auch ein ganz kleines Land ist, wie Georgien, und der Filmschaffende alle sich kennen, und das so, war ich so im so, also man hat immer Wort über mich gesprochen. Ah, da ist ein Georgier, der nach Wien gekommen ist und der spielt da und der ist ganz gut eigentlich. Und du weißt auch selber, wenn man so in so einem kleinen Kreis irgendwie beim Bier über dich spricht und sagt, ja, der war toll, ne? Der war super oder so. Das ist eigentlich was die Menschen gerne zuhören und das macht dich die Aufmerksamkeit. Sonst könnten die dich nie wirklich wahrnehmen. Und das hat, glaube ich, damals geholfen, einfach im ganzen Filmkreis von der damaligen Wien und Österreich in einem Pub in Panzengruber im 5. Bezirk. Jeden Abend konntest du alle diese Filmleute kennenlernen und mit denen Bier trinken. Das war eine offene, sehr freundliche Kaffeehaus, das immer bis zum 5 Uhr früh aufgehabt hat. Und so knüpft man auch so, ich habe natürlich ein paar Leute gekannt, die auch Kamera gemacht haben, Regie gemacht haben. Und dann hat jemand gesagt, ja, vielleicht kannst du einer unserer Schauspieler in Russisch coachen, weil er ein Russe spielen muss. Da kam ich zu dieser Möglichkeit und dann habe ich diese Rolle selbst gespielt. Also.
Und das war, wo ich dachte, okay, hier kann man bleiben. Ja. Hier kann man bleiben und schauen, was man macht. Solche Sachen passieren wahrscheinlich doch hin und wieder. Du hast doch diese Geschichte jetzt erzählt mal mir, dass du in diesen, wie heißt dieser Film, wo du mit Benedikt Cumberbatch spielst. Da warst du war doch auch ähnliche Geschichte, dass du ganz was anderes spielen solltest, ganz kleine Rolle, und dann genau. Plötzlich hast du mit Hauptrolle gespielt. Ja? Das ist, muss ich sagen, es ist nicht, das war nicht meine Absicht. Ich kam nicht zu dem Casting absichtlich, jetzt den Rollen wegzunehmen. Ja. Ich glaube, das liegt daran, also was beim Kurier, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, weil ich ein Georgier bin in dieser Situation. Und als ich in diesem Raum kam zum Kasten, vor mir waren alle russische Schauspieler. Und jeder hat seine politische Meinung geäußert über diese Geschichte von Oleg Penkovsky und diese Spionagegeschichte. Für manche war das unmöglich, diese Rolle zu spielen, weil er ein Verräter war. Als dann in Gespräche danach erst, als ich den Film auch gedreht habe und so mit dem Regisseur kam, und dann sagte er, doch plötzlich kommst du rein und ich frage dich, und haben Sie Gedanken, haben Sie Fragen oder irgendwie Meinung darüber? Und ich sagte, nein, überhaupt nicht, weil ich, für mich war das eine Rolle einfach. Ich habe überhaupt nicht wirklich viel gewusst über Penkovsky. In dieser Zeit habe ich ab und zu mal von meinem Großvater irgendwas gehört, vielleicht diese Namen. Und da kam ich zum Casting, genau. Es war, liegt vor 3 Jahren jetzt. Und für eine kleine Rolle, für einen böse KGB-Agenten. Und da habe ich das einfach so ganz neutral gespielt und dann ohne irgendwie Ideologie reinzubringen oder das zu ideologisieren oder intellektualisieren. Für mich war das eine Rolle, ein Job, und so ist es halt. Und dann plötzlich sage ich auf Wiedersehen, dann gehe ich raus und dann klingelt der Telefon und das ist Casting-Agent und sagt, ach, wir überlegen jetzt, wir reden über dich die ganze Zeit und kannst du morgen kommen für die Hauptrolle zu casten? Das sind 3 Szenen, vielleicht schaffst du das in einem Abend. Da würde es, es kommt immer wieder im Schauspielleben so diese Cinderella-Syndrom, weißt du? Also plötzlich aus nichts, da glaubst du, ja, wenn ich diese Hasenrolle bekomme, dann bin ich überglücklich damit, weil dann bin ich eine Hase mit, so in einem Film, und plötzlich kommt diese Bumm, also der König möchte sie sehen, weißt du? Ja, jetzt lache ich darüber. Ich stand gegenüber Kreml. Irgendwie war das auch komisch, wie genauso wie in Mauthausen zu stehen, in einem Moment, Jahre davor. Und plötzlich stand ich vor dem Kreml mit diesem Telefon und sagten, ja, wir wollen, dass Sie für Penkovsky jetzt das Casting machen. Und das war wie in einem, also einem Märchen halt. Aber ja, wie gesagt, das war nicht Absicht. Ich glaube, ich gehe damit auch so ganz anders vielleicht um. Ich bin nicht der eine, der unbedingt so Ideologie mitbringt, so die Rolle. Mich interessiert in erster Linie wirklich Mensch und das Schicksal oder Entscheidungen, die dieser Mensch trifft, oder wie tickt er oder wie psychotisch oder neurotisch ist er oder gar nicht oder was hat er, was ich nicht habe. Und das, solche Sachen faszinieren mich. Und ich dachte, also ich war nie im Krieg, ich bin unbezeugter Pazifist. Es geht mir, also da war, plötzlich musste ich diese Militär-Typ darstellen. Ich habe auch so sehr geachtet an der Körpersprache und überhaupt, dass man das auch glaubwürdig rüberbringt, dass ich nicht so dass man überzeugt davon. So, Rolle war auch an sich ganz, ganz toll. Natürlich ziehen diese Rolle wie Magnet, ja, weil die Rollen manchmal, so Figuren, die was zu sagen haben, sind sehr selten. Und deswegen, also dann habe ich auch Glück gehabt, in viele Fernsehproduktionen im Deutschen zu spielen, besonders nach Nirgendwo in Afrika. Nach der Nirgendwo in Afrika im 2003 auch Auslands-Oscar gewonnen hat. Das war eine große Sache. Ja, klar. Deutschsprachige Film natürlich. Und plötzlich war ich auch so quasi, ja, die alle Kastern haben mich also ernst genommen und gedacht, was kann er machen? Er kann kein Deutsch,
Das kann er nicht. Er sieht nicht aus als Deutscher. Er sieht nicht aus als Europäer. Dann würden Sie einen Araber spielen, einen Terrorist? Dann sagte ich, ja, natürlich spiele ich das. Dadurch, obwohl wir, glaube ich, mehr ja, europäisch aussehen als Araber. Na, das schau, da kam die Rolle von, ja, den Ober-Russe, irgendwie so ein ganz großer Gangster. Und dann sagte ich, aber ich sehe gar nicht so aus. Also, ich sehe aus wie ein Marokkaner vielleicht, oder keine Ahnung, also etwas was ganz anderes. Und die waren, aber du kannst Russisch, ne? Und ich sagte, ja, ja, das kann ich. Ja, dann passt alles, komm. Und ich dachte, ja, es muss die ganze Rolle auf Russisch sein und so. Und da komme ich dann, das sind so drei Sätze auf Russisch und alles andere ist auf Deutsch. Und ich dachte, oh, wow, das ist so was ganz anderes. Ne? Und so, dann, wenn du diese Rolle spielst, jahrelang, dann wird's, du bist ein Klischee von sich selbst irgendwie. Und dann taucht man ab. Dann gibt es auch in Schauspielleben, also das heißt, wir sind so freischaffend, das heißt, wir arbeiten nicht ständig. Ne? Manchmal bist du ganz toll oder Leute lieben dich oder die mögen dich, aber es gibt tatsächlich keine Arbeit für dich. Also das ist auch... Das heißt ein Charakterdarsteller. Genau, so ist es. Aber bevor ich der Charakterdarsteller wäre, die haben versucht, mich irgendwie in romantische Rollen reinzukriegen, mit so immer mit tolle Frauen wie Martina Gedeck und Veronika Ferres und tolle, wirklich tolle deutsche Schauspielerinnen habe ich Ehre gehabt, an denen Seite zu spielen. Und diese romantischen Rollen, besonders im Fernsehformat oder in deutsche Fernseh, keine Ahnung, die waren nicht so toll, lass uns das so sagen. Es waren gute Filme teilweise, aber die Rollen haben mich wirklich so, es hat nicht gereicht. Ich wollte etwas wirklich... also schräg ist oder nicht so direkt oder ich wollte nicht abhängig sein von meinem Aussehen. Natürlich, also das kocht alles und ich wollte auch so die Menschen spielen, die auf Straßen leben und wirklich richtige Probleme haben und nicht so einfach so, ach meine Liebe und du meine Liebe und Ende. Ne? Aber das war auch, wo ich viel gelernt habe. Auch mit dem. Aber ich muss sagen, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, dass du so einen Dorfdoktor spielst. Und da jetzt in Deutschland du ein bisschen Popstar geworden bist durch diese Dr. Balus, erzähl mal bitte auch, das interessiert mich wirklich, wir haben nicht so viel Zeit, wir sollen... Entschuldigung, ich habe natürlich so viel über... Na, das ist sehr gut, also sehr schön, aber das interessiert mich wirklich, wie du zu dieser Rolle gekommen bist von einem... Doktor auf dem Lande, irgendwo in Uckermark, wo Doktor ist in Wirklichkeit libanesischer Abstammung oder wie man das heute so schön sagt in Deutschland, mit Hintergrund. Genau, Herkunft. Ja gut, wir sind gut für Orient und Okzident zu spielen, wir Georgier sind an der Grenze. Deswegen können wir Libanesen genauso spielen wie, weiß ich nicht, irgendwelchen Russen und so weiter. Wie bist du da rangekommen an Dr. Balus? Wahrscheinlich die Zuschauer und Zuschauerinnen das besonders gerne wissen wollen. Zu dieser Rolle kam es rein zufällig natürlich, aber auch von einem Wille, von einem Produzent von der Produktionsfirma Ex-Filme, der Herr heißt Uwe Obers. Er hat einen Film gesehen, glaube ich, mit mir, den Jupiter's Moon heißt, ein ungarischer Film, und da spiele ich auch einen Arzt. Und irgendwie war er überzeugt, dass man mich für diese Rolle casten muss. Und weil das ist auch von dem Sender ZDF irgendwie ist beauftragt. Ich habe für diese Sender sehr viele unterschiedliche Sachen in den letzten 20 Jahren gemacht, von kleinen Charakterrollen bis zum Hauptrollen, alles Mögliche. Das war einer der den Fernsehsender in deutschsprachigem, der mich ständig beschäftigt hat. Und das kann ich nicht unterschätzen. Das ist auch sehr wichtig, auch wenn man zu Goldene Palmen und Rote Teppiche und das alles bekommt im Leben und läuft am roten Teppich. Ich vergiss nie, der ZDF war mein Arbeitgeber. Und das war in den Zeiten, wo man an mir nie geglaubt hat, wirklich. Und man hat ständig gesagt, er
kann kein Deutsch und der sieht nicht deutsch aus. Und das war der so. Plötzlich, nach so vielen Jahren, natürlich war das so ein, war mehrere Schauspieler gecastet für die Rolle und so, aber ich glaube, dass ich wirklich einen richtigen Akzent habe, Deutsch. Dass das meine Lebensgeschichte erzählt auch, dass ich Deutsch nicht so spreche, wie jemanden auch im Migrantenhintergrund hat, aber in Berlin oder Dresden geboren ist, ist ganz anderes. Und kulturell, auch mit Körpersprache, Mitsprache, macht mich das richtige Emigrant in meiner Generation. Aber die sehr viele Schauspieler auch mit so Immigrationshintergrund oder mit so den, mit Hintergrund, die sprechen perfekt Deutsch, genauso Berlinerisch und Düsseldorfisch. Die sehen auch nicht, vielleicht kann man das ist diese blöde Sachen nicht mehr sagen, die Welt hat sich total verändert. Das tut mir leid, dass ich diese Klischee ist immer, aber das ist Teil von meiner beruflichen Laufbahn. Wir wurden immer klischeisiert. Ja? Es sieht undeutsch aus, es sieht aus wie Araber. So reden Menschen über dich. Ja. Also nicht in öffentlich, natürlich nicht, aber ja, so ist das. Und also kurz zu fassen, zu dieser Rolle kam ich zu, ich weiß nicht, fünfmal musste ich mich zum Casting gehen, innerhalb eineinhalb, also Jahre, mehrfach hin und zurück. Und ich habe das nicht geglaubt. Und ich habe immer Uwe gesagt, schau, jeder Redakteur im ZDF sagt dir, der Typ ist ein Bösewicht. Es ist nicht glaubwürdig, dass dieser Typ ein netter, herzwarmer, den Arzt spielt, weil er guckt immer böse. Leute haben Angst vor ihm. Der auftaucht, da weißt du, es wird jemand hier geschlachtet hier oder so ermordet. Also ich ging zu diesem Casting, fünfte Mal oder sechste Mal, und da war ein Regisseur dabei, der Andreas Menk heißt, und er hat einfach angefangen mit mir ganz leise und klein zu arbeiten über diese drei Szenen, die wir da gehabt haben. Und da habe ich erst einmal Gefühl gehabt, es kann was werden. Weil ich weiß es nicht, dass manchmal kommt es natürlich von der Regisseur, selbstverständlich für den Schauspieler, dass er oder sie in dir was sieht und das einfach öffnet, ohne dass du Mühe gibst. Irgendwie war es so ein toller Moment zwischen Schauspieler und Regisseur, habe ich erlebt mit Andreas. Und kurz danach ist das auch passiert, weil wir haben diese Aufnahmen dann weitergeschickt und diese Szenen und wie man halt macht bei den Castings. Und dann haben die uns grünes Licht gegeben. Und ich musste auch ehrlich, also ich habe gedacht, es ist eine Gelegenheit für mich, was anderes zu zeigen und meine eigene Klischee und Stereotyp zu brechen. Ich war sehr dankbar, dass es überhaupt passiert ist. Und ich habe sechs Folgen, nicht mal ein Film, nur sechs Filme. Das heißt, du kannst diese Figur einfach rausleben, genießen und so weiter. Und das war toll geschrieben. Das ging, also für mich war, als ich gelesen habe, erste drei Folgen, ich dachte, das ist wie, für in georgischer Mythologie gab immer diesen Typ, den auch Vajab Shavela zum Beispiel als Mindia beschrieben hat, die Menschen, die so verbunden waren mit der Natur, dass die nichts anderes wissen mussten, weil die wussten alles. Es war eine großartige, mystisch-harmonische Verbindung mit der Natur, wo man auch den Vogelsprachen verstanden hat und wusste, wie über jede Pflanze wusste man was. Weil die Pflanzen Figur selber gesprochen haben, angesprochen haben, den Helden, ja. Genau so ist das. Und das hat mich, ich dachte also für mich, also das ist genauso wie der, ein bisschen, aber gesessen in Uckermark, weil er ist nicht aus diesem Welt, er versucht ganz normal zu leben, aber er hat so viel, er ist verbunden mit anderen Sachen, mit Verlust seiner Frau, mit dieser großen Trauer, die er in sich hat und gleichzeitig mit Patienten, die er einfach manchmal nur mit Worten heilt. Und manchmal nur mit dem Blick, nicht weil das so ein Science-Fiction ist oder so, nein, weil er so nah kommt zu den Menschen, dass es fast ungewöhnlich ist. Und auch für Ärzte, die auch das praktizieren, den
es wäre sehr schwer für jeden Mensch, so nah zu kommen zu jedem Mensch, der von dir Hilfe braucht. Und so eine Figur ist der Dr. Balus. Es ist eine radikale, andere Art von Mensch, der mit sich so auch Heilung, eine Hoffnung für Zukunft im Alltag und Liebe bringt. Ne? Und da denke ich, wenn ich das geschafft habe jetzt mit 55, und es geht um mir auch selbst, weil irgendwann mal habe ich gedacht, ja, wie oft kann ich das spielen? Wie kann ich jetzt diese Russen rollen? Und weißt du, ja, es bringt natürlich ein bisschen, es ist meine Arbeit, es ist, wo ich auch verdiene und da ist, ich muss damit klarkommen, natürlich, weil ich bin nicht der eine, der aussucht. Und plötzlich kommt sowas wie Balus und ich war so als Mensch erster Linie so, es hat so viel Freude gebracht, weil ich konnte anders gehen. Ich musste, weißt du, ich musste nicht achten, ob ich böse genug gucke oder so. Es war einfach dann, ich habe diesen Typ einfach so leben lassen. Und das war eine großartige Prozess, wo ich das jeden Tag nur genossen habe, weil ich bin normalerweise sehr faul. Ich mag sehr Wochenenden. Ich bin also ein Wochenendenmensch. Aber bei dem Balus habe ich immer am Wochenende bei mir langweilig, weil ich wollte diese weiße Kittel anziehen, diese Krawatte und Menschen einfach so beglücken und denen sagen, auch das Leben ist trotzdem toll. Wir verlieren alles. Alles wird schlimm, nur schlimm, aber trotzdem wird alles gut. Gut. Ich bedanke mich herzlichst. Ich habe wirklich sehr interessantes Gespräch. Es hat mir Freude gemacht und hoffe sehr, dass deinen neuen Fanclub auch das Spaß machen wird und alten auch natürlich und allen, die uns zuhören werden. Du wolltest was noch sagen? Ja, ich wollte was noch sagen, weil ich habe Gefühl, dass ich habe dann deine Frage über georgische Film und über die Bedeutung für uns, auch jeden, der in Georgien groß geworden ist oder georgische Filme kennt, seit Kindheit damit gewachsen sind. Das wollte ich nicht so flüchtig anfassen, weil für mich ist das ein großes Thema, das ist verbunden mit mehreren georgischen Filmen. Und das tut mir leid, dass wir das nicht geschafft haben, ins Detail über dieses Thema. Wir schaffen das diesmal nicht. Ich will sehr gerne, habe ich auch während der oder vor dem Frankfurter Buchmesse auch vorgeschlagen, welche Retrospektiven man machen könnte. Weil man kann nicht so einfach Retrospektive der georgischen Films machen, wie es zum Beispiel im Frankfurter Filmmuseum so kleine Retrospektive gemacht wurde, sondern man kann thematisch das sehr gut machen. Und, also was ich denke gerne. Dazu, das ist toll, was du sagst. Ich denke, das gibt es natürlich die georgischen Filme aller Zeiten. Das heißt, Kino gibt es, den auf den verschiedensten Festivals großartige Preise bekommen haben und ein bisschen georgische Filme so weiter popularisiert. Aber gibt es auch georgische Filme, die zum Beispiel sind sozusagen Mainstream und nicht für Festivals, die zum Beispiel mich auch so sehr beeinflusst haben als Kind, weil die waren im Fernsehen immer. Oder die waren eher populärer als der andere Arthouse-Filme. Aber insgesamt, diese ganze Landschaft von Georgische, von angefangen von der Arthouse, diese Bedeutung, die seit Jahren in den Filmfestivals, in A-Class-Filmfestivals, in Cannes oder Venedig oder Berlin, diese Aufmerksamkeit bekommen haben. Und gleichzeitig auch den georgische Filme, die nie im Ausland gezeigt wurden. Ne? Ja. Diese zwei Sachen war immer für mich sehr wichtig, die zu verbinden. Weil eine von anderen existiert nicht. Weil genauso diese Schauspieler haben in diese Filme Beruf ausgeübt und die Filme, die nicht so im Westen zum Beispiel betrachtet wurden, war für uns sehr, sehr wichtig. Auch Kurzfilme, lange Filme. Und wenn da Gelegenheit in Zukunft gibt, darüber auch mit dir zu sprechen zu können, ich bin immer bereit, das zu weiter zu, einfach zu erwähnen. Und vielleicht zu schauen, können wir eines Tages. Gibt es da Möglichkeit in Georgien eine Art Kinozentrum, ein Kino zu öffnen, wo diese Filme, die langsam auch alle digitalisiert wurden,
So. Ja, das ja. kostet zu viel und es wird. Nein, aber ohne Digitalisierung, aber, ja. dass man ja. diese Filme sind erreichbar machen kann. Ja, ja. Das ist auch im Internet sehr schwer zu finden. Richtig gute Qualität. Ich weiß. Aber kann man trotzdem ein bisschen Mühe geben? Vielleicht interessieren sich denn die jüngeren Menschen sich dafür ja. und die Generation konnte sich darum kümmern. Diese Sachen, die jetzt total in Vergesslichkeit liegen, weil die keine digitale Kopien dafür gibt oder es liegt alles in Moskau. Das sind, glaube ich, dann sehr viele Themen, weil der georgische Film ist ein Landschaft, der immer noch nicht entdeckt ist weltweit. Absolut. Und ich glaube, eines Tages hoffe ich, dass wir vielleicht ja. so nach unserem Geschmack eine Retrospektive irgendwo in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Wunderbar. Machen können. Und wir können darüber sprechen, über persönliche Beziehung zu diesen Filmen. Und zum Beispiel, auch, ja. Das Weil wäre sehr schön. Auch Genauso wie Merab, ich seit langem, du weißt es, mit dir mal einen Bösewicht spielen möchte. Ein Duett mit dir wäre mein Traum. Können wir einen Bang-Bang-Film machen zusammen. Ein Traum. Traum entsteht seit langer Zeit. Also wenn wir zwei in einem Film gemeinsam Gangster spielen, ja. das wäre für mich eine echt, Rücken zu Rücken zueinander stehen. Es ist, dann ist das alles geschehen. Gut, also okay. bedanke mich für wunderschönen Gespräch. Gleichfalls. Sehr lebendig und sehr interessant und hoffe bis demnächst und dass wir uns bald sehen. Ja, ich hoffe auch und ich glaube, dass wir uns bald sehen und alles, was wir dann im Literarischen Museum weitermachen können mit unseren Leseabende, das können wir weitermachen und nicht einfach auch. Danke, dass du mich da lesen wir auch Shota Rustaveli. Ja, das auch. Den nationale Poster Georgie. Das machen wir auch. Sehr gerne. Okay. Danke. Vielen Dank. Danke dir. Danke unseren Zuhörern und Zuschauern. Vielen Dank. Ciao. Ciao.